Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Wochencheckups. Und wir starten direkt ohne große Worte in die. In die Alu. Achso, nein, Moment mal, das ist Schwachsinn, das ist ein Fünffach-Event. Oh, soll ich mich mal kurz irritieren lassen? Weil ich kurz darüber nach. Also, weil ich kurz dachte, das ist ein Gold-Event, aber es ist ein Schwachsinn, das ist ein Fünffach-Event. Genau, es ist jetzt 5 Tage Fünffach-Event, was einfach nur krank ist. Also, das ist wirklich krank. Also danach wird mein Charakter nicht mehr wieder zu erkennen sein. Also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall die 40.000 Geschick knacken. Zumal ich ja mittlerweile den 50% Goldbonus habe, schon seit dem letzten Gold-Event, zum Glück. Und das einzige Problem, was ich habe, ist, dass ich noch keine Erfahrungs-Items habe. Also ich habe jetzt schon bessere Gold-Items gesammelt, ein paar. Also ich habe jetzt schon 4 oder 5, drei oder vier zweistellig, also mit zweistelligen Goldprozenten. Aber das Problem ist, dass ich keine Erfahrungs-Items finde. Also wirklich ums Verrecken nicht. Das ist echt ätzend. Und ist die Quest überhaupt gut? Ja doch, die ist schon gut. Okay. Ringe. Oh. Erstmal was zum Schmiedballern. Was man hier so eintun kann. 10 Millionen. Oh, das ist schlecht. Ah, genau. Blättern müssen wir auch noch ein bisschen, nach Sanduhren vor allem, weil ich habe nämlich keine mehr. Und naja gut, nach Sanduhren blättern ist ja im Endeffekt einfach nach Ausdauertränken blättern. Können wir eigentlich gleich ein bisschen machen. Warum nicht? Ah, wobei während einer guten Quest, ja. Stimmt, eine 5-Minuten-Quest. Aber war das die richtige? Ja. Genau, können wir hier ein bisschen blättern. Ja, weil Sanduhren werden jetzt Mangelware sein, weil es da Weihnachten ist. Da kann man ja nicht jeden Tag 5 Stunden hier Alu zocken. Müsste man aber bei 5-fach-Event, deswegen, ja. Aber dadurch, dass halt eben auch Gold-Event ist, logischerweise, ist es halt so, dass man am besten die ganze Zeit Stadtwache laufen hat und seine Alu möglichst innerhalb von, keine Ahnung, 10 Minuten spielt oder so. Dann quasi 23 Stunden Stadtwache laufen lässt. Aber das wird schwierig. Ich habe nämlich gerade mal 74 Sanddorn, ne? Das ist nichts. Das ist wirklich nichts. Ups. Das war jetzt natürlich blöd. Ja, ist kein schlechtes Epic, aber ich kaufe es trotzdem nicht, weil meins ist ganz sicher nicht 100 schlechter, genau. So. Genau. Und, ja, was ich noch gesagt habe, mit dem, mein Charakter wird nicht wiederzuerkennen sein, also ich hoffe halt einfach, dass, wenn ich wirklich jeden Tag die 500 Alu wäre schön, wenn ich wirklich jeden Tag die Alu schaffen würde, oder schaffe, durch die Sanduhren, die ich hoffentlich in der Zeit dann auch noch finde oder über die Flimmerkiste noch bekommen werde. Oh, Trash, aber würde ich ja eh nicht kaufen. Weil, wie gesagt, das wird einen heftigen Impact haben und vor allem auch, wie gesagt, je länger man Stadtwache laufen lässt, zusätzlich, meine 10 Stunden sind immer wieder 100 Millionen Gold, das ist ja saukrass eigentlich. Hoffe ich einfach mal, dass ich, wie gesagt, alles schaffe oder so viel schaffe wie möglich. Und ja, danach könnten wir etliche Dungeons legen wahrscheinlich. Vor allem in der Schattenwelt sollte da einiges möglich sein. Ich muss mal mein Headset leiser machen. Das Geräusch ist halt extremst laut. Das ist halt unser zweiter Ausdauertrank, den wir gefunden haben. Nachdem ich fast 40 Millionen Gold ausgegeben habe. Cool. Und Sanduhren kommen auch keine. Das ist natürlich sehr schön. Hauptsache, es kommen immer diese Lebenstränke, ey. Wirklich. Früher war es manchmal so, oder zumindest habe ich mir sagen lassen, also ich habe früher schon meinen Lebenstrank immer saulang gestackt eigentlich. Der war nur selten wenige Tage, sage ich mal, am Start oder Wochen. Aber früher, weiß ich noch, da gab es manche Leute, die haben den halt nie gekauft, weil sie halt immer die Pilze nicht sofort ausgeben wollten dafür. Dann haben sie ihn halt immer 2-3 Mal gekauft, dann hat er erst wieder gekauft, wenn er quasi nur noch einen Tag gehalten hat oder so. So ungefähr. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann, aber naja, beide auf jeden Fall so. Und da gab es manchmal Leute, die haben wirklich, die mussten irgendwie ein paar hundert, oder nicht ein paar hundert Mal, aber die mussten wirklich 20, 30, 40 Mal blättern, um einen fucking Lebenstrank zu finden. Ja, und das ist halt bei mir ungefähr genau das Gegenteil. Gerade eben waren 2 Stück Back-to-Back, da ist schon wieder einer. Ich habe halt keine Pilze mehr wegen den Lebenstränken, ne? Also wenn ich bei 200 Pilzen bin, kaufe ich keinen mehr. Muss man ja eigentlich auch nicht. Aber mir ging es jetzt eigentlich auch mehr um die Sanduhren und natürlich um Ausdauertränke. Aber Ausdauertrank ist jetzt 20 Tage. Das passt ja eigentlich eh wieder.
Ich hatte halt gehofft, dass wir ein paar 10er Stacks Sanduhren finden. Aber da habe ich mir wohl zu viel Gutes vorgestellt. Jetzt mache ich mal hier nebenbei bei S25 noch eine Quest rein. Ja, die ist eigentlich nicht schlecht. Genau, hier habe ich leider nur 20% Bonus, aber da habe ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich auf die... Na endlich! Habe ich auch nicht wirklich so krass auf die Items gewartet oder nicht so hart danach gesucht. Ja, aber ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich jetzt tatsächlich im Video sage, okay, dann ist es doch nicht so relevant, dass wir jetzt wirklich alles an Alu im Video spielen, weil ganz ehrlich, ich habe jetzt vorhin schon zwei 30er Quests übersprungen und ey, das lohnt sich nicht. Also wirklich, das lohnt sich überhaupt nicht, diese zwei 30er Quests zu überspringen. Also ich überspringe nur 37 und 10er, glaube ich. Weil dann, natürlich dauert dann die Alu-Zocken trotzdem wahrscheinlich über eine Stunde oder so. Aber es lohnt sich halt einfach nicht, weil diese 2 Minuten zu überspringen, das bringt dann einfach gar nichts. Also wirklich. Und dann kann man es aber halt natürlich nicht im Video machen, weil dann würde das Video 1,5 Stunden gehen wahrscheinlich. So ungefähr. Genau. Ja, vielleicht noch einen Ausdauertrank, dann lassen wir es erstmal wieder. Oh, nur für Gold? Na endlich. Ah, scheiße. Was tut richtig, wenn man einen Trank überblättert eigentlich? Das ist halt ein Slot, das ist ein Sechstel gratis rollen. Was habe ich gesagt? Noch ein Ausdauer. Habt ihr das gesehen? Das war übel, der Bug. Ich habe nur einmal geklickt, das hat zweimal geblättert. Aha, okay. Ist ja nur echt Geld, ne? Ja, interessiert ja eh keinen. Naja. Ich kaufe ihn. Ist egal. Oh, ey. Als hätte ich es gewusst. Als hätte ich es gewusst. Na gut. Dann hätten wir das erledigt. Haben wir mal 100 Millionen Gold im Zauberladen ausgegeben. Macht man auch nicht alle Tage. Die ist ziemlich gut. Genau, dann gehen wir fett geschick. Mit Ausdauer sind wir quasi fertig, so gesehen. Beziehungsweise, also ich werde es vielleicht ein, zwei Mal noch zwischendurch ein bisschen gehen, dass es nicht ganz vernachlässigt wird. Aber ja, wie gesagt, die 40.000 geschickt, das sollte eigentlich absolut kein Problem werden. Weil dann machen wir tatsächlich hier Stopp und dann probieren wir nochmal den Dungeon. Ich denke nicht, dass wir ihn schaffen werden. Also den nordische Götter-Dungeon-Boss. Ich denke nicht, dass wir den packen. Soll ich 39.193? Ja, es sollte sich eigentlich ausgehen auf 40.000. Kommt natürlich noch drauf an, wenn ich noch einen besseren Edelstein finde. Und da ist er auch schon direkt. Habe ich eh schon. 536. Das ist der einzige, den ich noch mit 400 habe. Ja, perfekt. Jetzt schon 70 dazu bekommen. Und wie gesagt, das hier sind jetzt alles Gold-Items. Also hier habe ich 11%. Und dann sind es hier noch meine alten. 2x10, 5, 3 und so. Jetzt habe ich hier 10 statt 8. 10 statt 6. 8 statt 3. Und 11 statt 8. Ja, also wie gesagt, ich hätte jetzt eigentlich fast alles zweistellig an Goldprozenten. Das heißt, ich könnte mit nur 4 oder 5 Items die 50% Gold erreichen. Aber das Problem ist halt, ich habe halt keine Erfahrungspunkte-Items. Also erstens gar keine. Und gut, sowas wie 1% oder 2% will ich dann auch nicht unbedingt benutzen. Weil allein die Verzauberung kostet 7 Millionen Gold. Und das finde ich, dann lohnt sich dann auch schon fast wieder nicht mehr. Vor allem, wenn du das dann benutzt, findest du gefühlt 20 Sekunden später ein viel besseres. Und zwar wahrscheinlich auch noch gratis. Und das andere ist dann wahrscheinlich sogar für Pilze im schlimmsten Fall. Oder halt auf jeden Fall im Laden gekauft. Und das wäre jetzt schon ziemlich blöd. Genau. Arena-Kämpfe sind momentan ziemlich blöd, weil ich bin jetzt tatsächlich so weit aufgestiegen, dass die Gegner, die mir hier in der Arena empfohlen werden, leider tatsächlich genauso stark sind oder jetzt deutlich stärker sind als ich. Ja, probieren wir es mal. Also es geht noch, weil ich jetzt sehr viel Leben habe. Die wenigsten Kundschaft haben so viel Leben wie ich. Also auf dem Level zumindest. Die meisten haben dann eher mehr Geschick und tatsächlich gewinnen wir es sogar. Aber auch mehrfach gecrittet, das war ziemlich lucky. Ah, Mist, den Dungeon noch, genau. Probieren wir ihn nochmal, aber ich denke nicht, dass wir ihn schaffen. Weil, ich meine, also möglich ist er definitiv, aber man muss halt fett reinlacken. Weil so fett muss man gar nicht reinlacken. Er darf halt nicht zu oft hintereinander schlagen und dann muss man halt auch noch ausweichen. Weil dann ist er im Endeffekt ein Kampf gegen den Krieger und den kann man ja jederzeit gewinnen. Aber, wie gesagt, hat er keine Eile. So. Dann hoffentlich ist der Goldbonus gespeichert. Ist er natürlich nicht. Es ist. Oh nein, Moment, ist er sogar. Nevermind, ist er sogar.
Ja, was ich ziemlich kacke finde, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt habe, wenn man jetzt sein normales Equip trägt, was ja normal ist, wenn man offline geht, man will ja nicht komplett abgefarmt werden, beziehungsweise einfach für die Arena-Kämpfe, die man ja manchmal so nebenbei noch macht, will man ja nicht immer sein komplettes Equip changen. Und das Problem ist halt, wenn du dein normales Equip trägst und dann in die Taverne gehst, sind die ersten Quests automatisch, oder die erste Quest besser gesagt, automatisch ohne deine Goldboni, auch wenn du vorher dein Equipment wechselst. Also wenn ich das jetzt getragen hätte bis gerade eben, und es wäre ein neuer Tag, und ich würde dann auf dieses Equipment wechseln, wäre die erste Quest trotzdem ohne diese 50% Goldbonus. Das finde ich, das ist so bescheuert. Also was ist der Sinn davon? Es ist von deiner Ausrüstung abhängig, aber es wird trotzdem gespeichert, welche Ausrüstung du um 0 Uhr getragen hast quasi. Und das kannst du nicht entfernen quasi. Also das ist... Also wer sich das ausgedacht hat, holy shit, ey. Also ich meine, es ist nur eine Quest, außer man vergisst es halt, dann sind es zwei oder drei. Ja, aber es ist komplett bescheuert, ey. Naja. Gut, in der Unterwelt, ich habe jetzt wieder Seen gefarmt, damit ich es ausbauen kann. Den Fehler von S25 wollte ich nicht wiederholen, dass ich tatsächlich mal einen Tag nicht ausbauen kann, weil ich nicht genug Seen hatte. Da habe ich tatsächlich so gesehen gar nicht dran gedacht, dass man ja dann tatsächlich die Seen doch braucht, ja. Genau, aber eben nur bis zur Kapazitätsgrenze. Ja, genau hier, was soll ich sagen? In 2 Tagen ist die Schatzkammer auf Stufe 18. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also, ich müsste halt eigentlich mal meine Mine auf Stufe 25 bringen. Dann könnte ich sie ja ausbauen und zeitgleich Edelsteine suchen. Das wäre nicht schlecht. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil die Schatzkammer auszubauen wäre schon geil. Momentan brauche ich es noch nicht unbedingt. Ich habe jetzt gerade 2 Plätze mit irgendeinem random Zeug belegt. Aber ja, so, also zumindest diese 10 Plätze hier, die wären schon geil. Ja, weil das ja wirklich nochmal ein halbes Inventar extra ist. Das wäre schon cool. Also ich meine, auf Stufe 40, 45, was auch immer, das kannst du sowieso komplett vergessen. Das werde ich nicht niemals, aber wahrscheinlich nicht die nächsten 2, 3 Jahre schaffen. Ohne immensen Pilzeinsatz zumindest nicht. Und ja, gut, da überspringen wir den 5er. Vielleicht kommen wir zu der Gude hole. Epische Gegenstand-Prozentchance 11, not bad. Ja, na. Ja, die kurzen Quests sind bei solchen Events eigentlich immer die besten. Oder fast immer, bis man halt eine richtig heftige bekommt. Die nimmt man dann immer wieder die ganzen kurzen. Ja, und mit den ganzen kurzen meine ich natürlich. Genau. Ja gut, dann können wir die Alu tatsächlich gar nicht spielen, aber ich meine, es ist jetzt wirklich eine Entscheidung, die einfach notwendig ist wegen den Sanduhren. Weil ich kann jetzt nicht heute allein 50 Sanduhren wegballern, dann habe ich morgen keine mehr. Und wenn ich heute nur 20 oder 30 verbrauche, sicherlich dann 2 Stunden Stadtwache weniger habe. Aber ich glaube, insgesamt habe ich einfach mehr von. Erstens, weil die Quests besser sind. Na gut, okay, wenn ich die kurzen überspringe, habe ich auch die guten. Aber so kann ich mich wirklich auf die kurzen Quests konzentrieren, die ja meiner Meinung nach zumindest meistens besser sind. Und hab dann einfach wahrscheinlich mindestens die nächsten 3 Tage noch welche. Und zur allergrößten Not könnte ich tatsächlich nochmal ein kleines Video machen, wo wir nochmal nach Sanduhren blättern. Allerdings ist mein Pilzstand echt niedrig und eigentlich müssen die Pilze noch bis 31.03. halten, weil vorher ich nicht reincashen. Was übrigens heftig ist, ist, wo ist denn hier der Pilzdealer? Wie findet man den? Hier, oder? Na, Moment mal. Ah, hier, auf das Plus, genau. Puh. Wo es halt verlockend ist, das wäre jetzt auch hier verlockend, da bin ich die schon am Überlegen, ob ich mir das hier holen soll. Ah, das Profi-Paket. Weil das halt tatsächlich schon ziemlich heftig ist, also jetzt nicht so heftig, aber diese 1000 Sanduhren und 50.000 Arkanenkristalle, die sind schon gut. Also da kann man nichts sagen. Eventuell hole ich es mir doch. Ja, als Ausnahme. Allerdings sind das ja auch 25 Tacken, ist natürlich. Puh. Das ist natürlich ordentlich was. Also, will auf jeden Fall wehtun. Und wie gesagt, eigentlich wollte ich nicht vor mindestens ein Jahr Spielzeit wieder rein. Also, ich habe ja gesagt, einmal reincashen muss ein Jahr halten. Weil man natürlich sagen muss, ich meine, allein mein Greifendrache hält 287 Tage. Also, ich meine, das würde schon mal komplett wegfallen von den nächsten Pits, die ich investieren würde. Das heißt, die werden ja sowieso nicht genauso schnell wieder weg. Zumindest hoffe ich das. Nee, genau. Dann hätten wir das geklärt. Dann können wir noch kurz auf S25 vorbeigucken. Aber dann machen wir hier mal
stumm und gönnen uns das Video. Denn ich brauche Sanduhren und die gibt es ja zum Glück auch durch das Glücksrad. Wait. Okay, was habe ich hier an schwarzen Edelsteinen so? Wahrscheinlich nichts besonders Gutes. Dass nur die kleinen sind. Na. Ja, aber die kann ich in Tower, im Tower, genau, im Turm einsetzen eventuell. Ach, jetzt leckt es ja heute schon wieder so, aber nur fürs 25, ne? Auf S20 hat es gar nicht geleckt. Mal kurz neu laden. Wahrscheinlich logge ich mich jetzt auch automatisch auf S20 ein. Ich merke gerade, es ist verdammt dunkel in meinem Zimmer. Holy moly. Man merkt den Winter. Jetzt mal gucken. Letztes Mal hat es ja geklappt, neu laden und dann hat es nicht mehr geleckt. Schwer zu sagen. Na, ich glaube, na, es leckt immer noch. Ja. Nicht so sehr, aber ein bisschen. Na gut, kann man nichts machen. Manchmal ist das einfach so. Ja, wobei, nee, jetzt ist es weg. Ja. Vielleicht ein ganz kleines bisschen, aber jetzt ist es eigentlich weg. Okay, genau, was ich noch machen muss, glaube ich, ist der Adventskalender. Ja, hier bin ich richtig hart behind. Also, wenn ich es jetzt jeden Tag mache auf S25, schaffe ich es tatsächlich noch. Ich darf es halt wirklich keinen Tag mehr vergessen. Ja, aber, ja. Da habe ich es ziemlich verkackt und hier habe ich es gemacht, glaube ich, zur Sicherheit. Hier wollte ich es einfach nicht vergessen. Genau. Hier bin ich schon ein bisschen weiter, 3 Tage weiter. Also hier habe ich noch ein bisschen Puffer, aber da sollte ich es jetzt am besten auch nicht mehr verkacken. Genau, dann sind wir gleich mit der Quest fertig. Das machen wir noch. Und dann gehen wir noch kurz das 25 durch und dann war es das für heute. Ja, tut mir jetzt leid, ich hatte eigentlich auch es komplett anders geplant, wie gesagt, mit wieder Alu, wie immer eigentlich spielen. Aber dann ist mir just bewusst geworden, wegen den 5 Tagen und meinen wenigen Sanduhren, dass es eigentlich ziemlich dämlich wäre, jetzt die Alu hier zu zocken. Genau. Ach Mist, ich hatte sogar noch eine. Ja, ich hatte 2 Pflaumen, lol. Nice, verkackt. Dann, genau, Unterwelt wollte ich noch kurz die Kämpfe machen. Also hier dauert es zwar noch 9 Tage, bis wir wieder ausbauen können, aber wie gesagt, ich will nicht, dass das nochmal passiert. Das war schon ziemlich ärgerlich. Man verliert zwar ja eigentlich nicht wirklich was, aber es ist trotzdem ärgerlich. Genau. Noch ein Grund, warum ich übrigens die Erfahrungs-Items brauche, ist, weil ich sonst meine Zeitmaschine nicht wegmachen kann. Also ich weiß nicht, wie viel ich auf S20 drin habe, aber ich glaube deutlich mehr als auf S25. 1500, genau. Also es geht eh nicht mehr lang, also die ist fast voll und da hätte ich gerne den maximalen Gold- und Erfahrungsbonus, wenn ich das abhole. Allerdings kann ich auch nur ein bisschen was abholen, es wird ja immer gestaffelt dann und dann einfach den Rest drin lassen, bis ich halt wirklich das richtige Equipment dafür habe. Das ist auch ziemlich heftig. Also das wird ziemlich krank, wenn wir uns das abholen. Genau. Ne, falsches Item. Dann in den Turm. Gucken wir jetzt erstmal, wir hatten hier noch keine schwarzen Edelsteine oder noch gar keine. Niemand. Okay. Jetzt habe ich hier das Schlechteste ist 406. Dann schauen wir mal. Ja, 406 ist wahrscheinlich sogar zu schlecht, genau. Ah, nevermind, ist er nicht. Aber ist das Item hier aktuell 598? Ja. Dann kriegt er aber auch einen guten hier, 478. Genau, dann gucken wir hier mal. 406. Ja, haben wir direkt einen gefunden. Ist aber auch ein ziemlich gutes Item mit 600 Attributen. Ja. Dann kriegt er den zweitbesten, 473. Zack. Oh ja, und aufleveln könnte ich es ja auch mal. Aber ist gar nicht viel tatsächlich. Und dann habe ich noch einen 419er und nochmal den 406er. Was zum Teufel, 279? Sofort beheben. Und 209. Lol? Okay. Die sind ja ganz schön veraltet gewesen, damn. Na gut, dann haben wir jetzt alle schwarze Edelsteine, bis halt auf die Epics, die keine Sockel haben hier. Das sind hier 2, hier 1 und hier ist auch 1. Also eh schon ziemlich gut eigentlich. Ach so, ah Mist, ich Idiot, das habe ich dem Krieger. Ah ne, habe ich ihm neu, nichts Neues reingeballert. Oh ja, das kann er definitiv tragen, das Epic. Okay. Momentan mache ich eh nichts in der Schattenwelt, deswegen ist nicht so schlimm. Das war jetzt my bad, ich habe gar nicht gecheckt, dass hier noch das Item hatte. Genau, und das hier dürften eigentlich alles alte Epics sein. Genau, schlechter. Schlechter.
Das sind meine normalen, genau, die da oben sind meine normalen. Und das hat keinen Sockel und das hat auch keinen Sockel. Genau. Also ist das alles Toilettenfutter. Die untere Reihe ist Toilettenfutter und die obere Reihe sind meine normalen Items. Das sollte ich vielleicht mal irgendwie, das sollte ich vielleicht irgendwie mal anders managen hier. Was kommt in die Toilette? Waffen? Und ist da hier irgendwas schon einmal drin gewesen in der Toilette? Nee. Sonst wird es ja nicht da rumliegen. Apropos Toilette, das haben wir auf S25, auf S20 und auf S25 nicht gemacht, oder? Ja. Ja gut, dann können wir ihn ja gleich mal reinhauen. Vielleicht wird da was Besseres draus. Magier? Oh, tatsächlich. Ja. Mist, jetzt habe ich da einen anderen Edelstein reingeballert, aber der ist eh. Nee, ist er nicht da. Ja, ich hab. Ich. Ja, ich bin ein Idiot. Der Idiot, der Idiot. Ja, das war jetzt mein Fehler. Das war jetzt natürlich blöd. Aber es, ja, ist ja nicht schlimm. Ich meine, wie gesagt, ich suche die ganze Zeit Edelsteine, weil ich ja gerade die Schatzkammer, also auch auf S25 ausbaue. Und vor allem die kleineren schwarzen Edelsteine, die findet man ja relativ schnell wieder. Das ist ja nicht das Problem. Genau. Aber das habe ich jetzt in letzter Zeit gemacht, dass ich meine Begleiter sowohl auf S25 als auch auf S20 zumindest mit schwarzen Edelsteinen mal ausgerüstet habe, weil ich ja momentan, wie gesagt, viele Edelsteine suche. Und ja, das hoffentlich zahlt sich das dann aus, wenn wir das nächste Mal nach dem Fünfer-Event. Naja, da ist die deutlich besser. Wenn nach dem Fünfer-Event wieder mal in der Schattenwelt was probieren. Könnte man nämlich tatsächlich echt mal wieder. Aber erst nach dem Fünfer-Event. So. Und genau, hier wollte ich noch kurz die Begleiter durchgehen. Selber nochmal auch für mich. Genau, der hat auch alles schwarze Edelsteine. Hier sind ein Item, das fehlt. Ah, hochleveln kann ich es jetzt nicht mehr. Dem fehlt gar nichts und hat alles in schwarz. Der ist perfekt quasi, der Kundschafter. Also natürlich nicht perfekt, aber vom grundsätzlichen Prinzip her. Ist auch gar nicht so schlecht. 34.000 geschickt, 62 Millionen Leben. Also es könnte natürlich besser sein, aber es ist nicht schlecht. Und der Magier, der Krieger, dem fehlen zwei. Also mir fehlen Handschuhe, Rüstung und Schuhe für die Begleiter. Ja, und dann werden die voll ausgestattet. Aber schwarze Edelsteine hat auch der überall. Also das habe ich, wie gesagt, jetzt behoben, das Problem in Anführungszeichen. Genau, der Arena Manager habe ich zwar gezeigt, aber nichts gesagt, glaube ich. Ja, es ist richtig ätzend. Also bei 6 Trillionen, wenn man angekommen ist, also wirklich, das ist halt nur noch frustrierend. Diese 8,9 Millionen, ich habe gestern, also ich habe ungefähr vor 25 Stunden resettet. Und man ist ja innerhalb von 15 Minuten, hat man schon wieder alles auf 1000. Und dann denkt man ja, eigentlich müsste es ja relativ schnell gehen. Aber weit gefehlt, also das ist, es ist krank. Also du kommst einfach überhaupt nicht mehr voran. Resetten hat, ey, macht überhaupt keinen Unterschied, ob du resettest oder nicht, ist vollkommen egal eigentlich. Ja, es ist richtig, momentan ist richtig kacke. Also jetzt bist du, also jetzt bin ich ohne die Powerboosts und so echt in dem Bereich, wo ich sage, puh, also hier kommt man eigentlich nicht mehr wirklich weiter. Oder vor allem nicht mehr schnell. Ja. Also man sieht es jetzt auch, hier ist gerade das losgegangen, das verändert sich einfach an den Runen, verändert sich nicht mehr was. Also das ist ziemlich crazy. Genau. Na gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Habt eine schöne Weihnachtszeit, genau. Letztes Shakes and Fidget Video vor den Weihnachtsfeiertagen. Genießt das Event, genießt die Zeit mit der Familie, Geschenke, schönes Weihnachtsessen und so weiter und so fort, was auch immer ihr vorhabt. Viel Spaß dabei. Schönen Urlaub, schöne Ferien. Sollten ja die meisten eigentlich haben. Und warum winke ich eigentlich die ganze Zeit? Das mache ich immer. Genau. Dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal, mach's gut rein und ciao, ciao.